Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieht ganz danach aus. Ich habe nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung, sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Immer noch hier? Wenn du noch länger bleibst, kannst du mir beim Packen helfen. Nur zur Vorwarnung.
Dein Freund Pauli wird sich Sorgen machen, wenn du nicht bald aufbrichst. Immer noch hier? Wenn du noch länger bleibst, kannst du mir beim Packen helfen. Nur zur Vorwarnung. Solid leads in the case of the audacious bank robbery that recently shocked the city. The victors of the Battle of the Grand Imperial, as it's become known, remain at large. The robbery, in which armed thugs emptied the vault and left a trail of dead, was one of the largest recorded in the state by dollar amount. The raid was executed with a high degree of violence, and although successful, did not seem to be the work of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a courier journalist on the condition of anonymity. At the time of the robbery, the chief of police was adamant that those responsible would be brought to justice swiftly and that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be forthcoming. The chief of police has stated that those with any information about the robbery or the perpetrators can anonymously contact their local police station. As time passes, the greater the pressure on the chief to achieve results. If he's unable to secure justice for those slain that day, and due to the violence... Da wird eine Strafe fällig, Sir. Danke, Sir. Von dem holen wir uns ein bisschen mehr. Und teilen es uns. Hör auf zu träumen! Er ist zu nett. Ach, bis zum nächsten Mal. Strafzettel erteilt. Zurück zur Patrouille. Made the right choice. This is Behringer's Radio. Stay with us. Thank you.
Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Weiß der Himmel. Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Sam, ich bin's. Tom. Wo ist Polly? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. 2 in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben, ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar, kein Problem. Soll ich zu Polly kommen? Nein. Nein, ich muss hier weg. Triff mich bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und... danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Holly, ich muss los. Tut mir leid. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Annexation of Austria, and with many predicting that Czechoslovakia's Sudetenland will be next, Adolf Hitler has shown Europe that he is now calling the shots. Despite the restrictions placed on Germany by the Treaty of Versailles, neither France nor Great Britain have done much to stand in Hitler's way up to this point. It had been hoped that the policy of appeasement toward his territorial ambitions would create a more prolonged peace in Europe, but it seems increasingly likely that this course of action will result in new conflict.
Should Europe once again descend into the chaos of war, what stance should the United States take? Many would still say European problems are European problems. But the deteriorating situation and the worrying possible outcomes for the world now seem difficult for us to ignore. Isolation versus intervention, that is the choice facing America. Which we will decide will be known in time. Thank you for listening. And now, back to my colleagues who, no doubt, have some music on the cards. Los! Brought to you from Behringer's Department Store in bustling downtown Lost Heaven, this is WBDS. Up next, some more of the day's favorite music. Stehen bleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Pauli. Ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid, aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier dein Anteil. Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es? Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri hat dich gemocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. Leb wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund.
kommt sofort hierhin! Sofort! Wer den Typen beseitigt, wird als Mitglied aufgenommen! Tust du, Sam? Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Von deinen Freunden. Nur du. Mach mich gut. Thank you.
Hättest du noch Respekt für den Don, würdest du das lassen? Fuck! Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Mann, ich weiß, du hast es getan! Jetzt wird es ernst, Jungs! Erledigt ihn! Gehen dir die Leute aus? Das ist noch nicht vorbei, Tom! Salieri hat uns abgezogen! Vielleicht, aber mich? Ich bin bei sowas schlauer!